So ein herzliches Willkommen zu Folge 2 der Talk-Amateure und ja, täglich grüßt das Murmeltier und wöchentlich grüßt Marcel und Max. Damit sage ich einmal herzlich willkommen. Max, hi, grüß dich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute am Vatertag, auch da setzen wir beide uns hier hin und versuchen mal ein bisschen Einblicke in die Welt des Amateurfußballs zu geben und uns natürlich auch geben zu lassen. Bei diesem Format hier Talk Amateure, Sporttotal in Kooperation mit FUMS. Ja, sag doch mal, Marcel, wen haben wir denn heute hier? Wen haben wir uns denn hier rangeschafft, um an diesem Vatertag hier heute eine schöne Runde akustischen Bollerwagen zu spielen? Ja, wir haben natürlich alles Mögliche in Bewegung gesetzt, was nur irgendwie möglich war. Und wir haben, dann haben wir einmal den Chan vom RSV Meinerzhagen, nicht vom Borussia Dortmund, aber die Light-Version vielleicht. Chan, grüß dich, hi, schön, dass du da bist. Servus, danke, dass du da bist. Und einen Mitkonkurrenten aus der Liga von Westfalia Rhenan. Der Jeff ist mit am Start, oder Jeffrey? Wie lebt es sich am einfachsten für dich, Jeff oder Jeffrey? Moin erstmal. Ja, Jeff passt schon. Jeff passt, okay. Dann haben wir es relativ locker. Ist ja auch Sehr ein schön. Platz auch Beim einfacher, ne? Wenn da einer Jeff ruft, dann weißt du direkt, wer gemeint ist. Ne? Wenn man den vollen Namen spricht, man sowieso nie aus auf dem Platz. Ne? Da werden ja eh Spitznamen verteilt. Ja, stimmt. Gab es da schon Witze? Ich meine, es gab diese Werbung mit Mark, Jeff, ich heiße Jeff. Hör auf, ey. Hörst du nicht zum ersten Mal. Aus 22 oder 21 Jump Street, weiß ich auch nicht mehr hier, sagt Ach er. ja. Ja, Jedes stimmt, stimmt. Mal, jedes Mal. Ja, aber guck mal, wenn du da in die Kabine kommst, hast du die Lacher doch direkt auf deiner Seite. Das ist doch auch praktisch. Ja. Bist du direkt im Mittelpunkt. Ja, wenn man dann mitmacht und nicht so reagiert, dann ist das alles auch immer ganz gut. Ja, das stimmt natürlich. Ja, also Marcel hat ja schon gesagt, ihr spielt zusammen auch in einer Liga. Vielleicht könnt ihr ja mal kurz uns so ein bisschen reinholen. Ich meine, klar, Amateurfußball ist auch in der Corona-Pause. Klar, die Bundesliga spielt wieder, die Amateure dürfen noch nicht. Wie sieht es denn im Moment aus bei euch so in der Liga? Jan, hau mal raus. Ja, also ist alles relativ lahmgelegt bei uns. Also wir warten eigentlich auf eine endgültige Entscheidung. Stand jetzt sieht es so aus, also für uns sieht es schlecht aus, sag ich mal, da der Quotient genommen wird und wir sozusagen vom Aufstiegsplatz runtergehen müssen. Ja, wir haben noch ein bisschen Funken Hoffnung, sag ich mal, dass vielleicht da doch noch was klappt, aber mit weiterspielen sieht es eher schlecht aus. Ja. Wie sieht es bei euch aus, Chef? So, ja, bei uns sieht es auch so ähnlich aus. Also wir haben natürlich nichts mit Auf- oder Abstieg zu tun. Da sind wir in sicheren Gewässern. Das ist für uns eher irrelevant, aber trotzdem ärgerlich, wenn man nicht weiterspielen kann. Aber ich denke, da geht es halt jedem so. Ist ein bisschen schade jetzt, wie es läuft. Man kann halt nur das Fitnessprogramm und das Laufprogramm abspielen. Jetzt kann man auch mal zwischendurch wieder ein bisschen den Ball am Fuß haben, legal auf dem Platz. Und ansonsten geht wirklich gar nichts. Und ihr befindet euch ja in sicheren Gewässern. Das heißt, Freibäder machen ja wieder auf, deswegen ist ja auch alles gut. Einfach Da mal muss so ich eine jetzt bringen. Trainingseinheit, einfach mal auch so eine Trainingseinheit ins Becken verlegen. Kann ja nicht schaden. Aber Ja. so wie Jeff aussieht, vom Teint her, würde ich sagen, hat er auch die ein oder andere Trainingseinheit ins Schwimmbecken verlagert. Auf jeden Fall. Ja, heute wird es auch wieder warm. Da wird es auch wieder passieren. Also, solange du den Bollerwagen zu Hause lässt, geht's ja. Also von daher. Jeff Ja, hat aber seine Quarantäne auf den Malediven gemacht. warst du im Urlaub, Jeff, oder Club Karibik? Ach, im Garten, wenn nicht. Ja, schön, schön, wenn man einen vor der Haustür hat in diesen Tagen. Ich glaube, da freut sich jeder, der irgendwie ein bisschen raus kann. Sich mal ein bisschen in die Sonne zu legen und jetzt könnt ihr ja auch wieder ein bisschen kicken. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Ihr spielt ja in einer Liga und wenn ihr da gegeneinander spielt und ihr seid ja auch befreundet, geht es dann schon richtig auf die Socken oder zählen am Ende die Tunnler gegen den anderen? Ja, also es geht schon ab, wenn wir gegeneinander spielen. Dieses Jahr war es leider nicht der Fall, weil wir am ersten Spieltag gegeneinander gespielt haben und Jeff da leider verletzt war. Nee, gesperrt war sogar. Ja. Oh, wie geht das denn? Ja, im Von der Kreispokal hat er sich eine Sperre Vorsaison? reingeholt. Ah, okay.
Also die Sperre vom Kreispokal gilt ja auch für die Liga. Genau, und das Rückspiel hat auch nicht stattgefunden, deshalb kam es leider noch nicht dazu, die Saison. Wie war das so in der Vergangenheit, wenn ihr da mal aufeinander getroffen seid? Wer ist da häufiger als Sieger vom Platz gegangen? Ich muss sagen, in der Vergangenheit haben wir in der Liga noch nie gegeneinander gespielt, sondern eigentlich nur privat. Und boah, privat weiß ich gar nicht, wer hat da öfter gewonnen, Jeff? Boah, das ist immer schwer. John und ich gehen manchmal zusammen trainieren, so ein bisschen alleine, so ein paar Kleinigkeiten. Oder wenn man halt mit Kollegen zocken geht, wer da die Mini-WM holt, das wechselt man ab. Genau. Ja, ansonsten aber ist ja auch wichtiger, wer auf der Konsole dann bei FIFA oder so den Sieg holt. Ist ja da habe ich die Nase vorne auf jeden Fall. Keine Konkurrenz, ich habe eine Switch, da geht gar nichts. Du zockst FIFA auf Switch, ja. Nicht auf dem Game Boy Color oder so. Da geht echt gar nichts. Boah, FIFA auf der Switch, das habe ich auch noch nie gehört. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der FIFA auf der Switch spielt. Also ich muss sagen, er ist der Beste auf Mario Kart. Also Mario Kart kann keiner ihm was anhaben, das stimmt. Das, oh ja, da kann ich auch mitreden. Mario Kart bin ich auch komplett drin. Also da, was Driften angeht, da stelle ich einen Rekord nach dem anderen auf, auf jeden Fall. Aber ist ja auch die ehrliche Variante. Ne? Also bei Mario Kart ist, glaube ich, das einzige Spiel, wo noch mehr Hass drin ist als bei FIFA, wenn man gegeneinander spielt. Das ist was dran auf jeden Fall. Wir spielen das immer abends mit den Jungs mit Don't Drink and Drive. Oh ja. Oh ja. Immer rechts ranfahren, Schluck nehmen und weiter geht's. Ja, oder du haust am Anfang alles weg. Ja, das geht auch. Es ist halt nur schwieriger zu fahren. Man muss hoffen, dass es der Alkohol dann noch nicht ins Blut geschafft hat bis zum Ende des Rennens. Ja, aber man muss da natürlich kreativ werden. Gerade jetzt, wo man noch nicht so viel kicken darf, ne, da muss natürlich ein bisschen Alternativbeschäftigung her. Und wir haben natürlich auch in diesem Format hier ein bisschen Alternativbeschäftigung. Wir haben uns das ein oder andere kleine Spielchen mit euch ausgedacht. Da würde ich sagen, fange ich einfach mal direkt an hier. Wir haben letzte Woche natürlich auch schon gespielt, das Entweder-Oder-Spiel. Das heißt, wir haben hier ein paar Entweder-Oder-Fragen für euch, die einige sehr einfach sind, einige ein bisschen tricky sind, ihr vielleicht ein bisschen nachdenken muss, was euch die liebere Alternative von beiden wäre. Und um euch da direkt mal ein bisschen ins Thema reinzuholen, würde ich einfach mal mit der ersten Entweder-Oder-Frage starten. Und da frage ich einfach mal in die Runde, entweder zum Erzrivalen wechseln oder mit dem eigenen Club absteigen. Was wäre dir lieber, Jeff? Oh, ich würd absteigen. Also jetzt in meinem Fall... ich werde ja auch zum Saisonende den Verein verlassen, aber zur Hammer Spielvereinigung wäre ich niemals gegangen. Das wäre ein Unding. Wer ist der Erzrivale bei euch? Die Hammer Spielvereinigung. Also, okay. Es gibt zwei Clubs also auch in der gleichen Liga, ne? Ja. Bei uns in Westfalen, einmal Rhinan und die Hammer Spielvereinigung. Und da wäre es echt ein Unding, von Rhinan rüber zu wechseln. Wäre das jetzt aus sportlichen Gründen oder warum? Ah, die halten doch auch die Liga jetzt. Ja, okay. Ich würde lieber runtergehen, bin ich ehrlich. Okay. Was geht da so ab bei den Derbys, wenn da Rhinan und Hammer Spielvereinigung aufeinandertreffen? Kann man das ein bisschen beschreiben? Ja, ist auf jeden Fall schon eine gewisse Brisanz dabei. Brauche ich ja keinen erzählen, wie so ein Derby aussieht. Da kloppt man sich schon gut in die Knochen. Die eine oder andere Wade zu beißen oder den einen oder anderen Knochen zu brechen. Und das macht schon Spaß. Also auch bei uns am Papenloh, relativ kleines Stadion, alles voll. Also war ein schönes Flutlichtspiel, Freitagabend. Ich weiß es noch ganz genau, der 30. August. Wir haben uns leider getrennt, aber hat richtig Spaß gemacht. Vor so einer Kulisse, zumindest dann, wenn man das auf den Platz auch mal berechnet, wie viele Leute da kamen. Also über 1000 war dann schon ganz schön für die Oberliga. Da ist dann auch richtig Stimmung am Platz. Ja, das klingt nach dem kleinen Revierderby auf jeden Fall. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus, Jan? Entweder zum Erzrivalen oder mit dem eigenen Club absteigen? Naja, auf jeden Fall absteigen. Also da gibt es auch vor allem bei unserem Erzrivalen gar keine Option. Wer ist euer Erzrivale? Also der Erzrivale bei uns ist Rot-Weiß Lüdenscheid.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die spielen in der Bezirksliga. Aber in der Vorbereitung haben wir ein Turnier gegen die gespielt, da ging es schon zur Sache, ey. Haben die schon reingekloppt. Hab schon gemerkt, dass sie uns nicht mögen. Ja. Ja, gut, aber das macht natürlich dann so ein Derby auch aus. Ja, Ja, das das stimmt, stimmt. das stimmt. Ja, dann stelle ich euch mal noch eine andere Entweder-Oder-Frage. Das ist jetzt ein bisschen tricky, bin ich gespannt. Entweder 90 Minuten auf der Bank sitzen und gewinnen oder durchspielen und verlieren. Boah, Alter. Kleine Ja, Teamfrage. also ich muss sagen, ich bin ein Teamplayer, aber ich will immer spielen. Also ich wäre richtig sauer, wenn ich auf der Bank sitze. Habe ich auch schon alles erlebt. Auf der Bank zu sitzen ist echt nicht schön, gerade wenn man von der Persönlichkeit her sehr ehrgeizig ist. Aber klar, ich glaube, ich würde mich echt dafür entscheiden, zu spielen und zu verlieren in dem Punkt. Ich muss sagen, ich würde den Sieg nehmen, weil man meistens nach der Niederlage im nächsten Spiel auf der Bank sitzt. Also würde ich eher den Sieg nehmen. Auch wenn es mich sehr, sehr ärgert, wenn ich auf der Bank sitze, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube schon, dass ich den Sieg nehmen würde. Vielleicht mischt ihr deswegen oben mit Jeff, Chan und Jeffrey Ja. im Mittelfeld. Ich glaube, dass daran liegt. Ja, Jeff ist halt die Mario Kart auf der Switch gewohnt, ne? Da kämpfst du ja auch nur für dich selbst. Also von daher Ja. ist eine Einstellungssache. Naja, Ja. aber man muss mal sagen, Jeff hat das geschafft, was wir als Mannschaft nicht geschafft haben. Er ist jetzt aufgestiegen, ne, in der Regionalliga. Von daher macht er, glaube ich, mehr richtig als wir als Mannschaft. Ja, so, dann habe ich ja also zum Abschluss hier noch eine Entweder-Oder-Frage, die ist wahrscheinlich die spannendste von allen. Da interessiert mich die Antwort am meisten. Entweder die Frau vom Trainer anflirten oder von der ganzen Mannschaft Arschbolze kassieren. Boah, Arschießen. Schießen, also es muss auf jeden Fall Arschießen. Keine Chance, dass man das dem Trainer Keine verkaufen Chance. kann. Nee, nee, nee. Okay, Danach bist du okay. unten durch. Ja, liegt's denn am Trainer oder ist die Frau nicht euer Typ? Ja, jetzt geht's hier los, ey. Manchmal ist Nee, es auch gut, nichts zu sagen. ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist so ein Moment, wo Schweigen Gold ist. Ja. Ja, ich meine, dann brauchst du dir die Frage, ob du 90 Minuten auf der Bank sitzt und gewinnst oder 90 Ja. Minuten spielst und verlierst auch gar nicht mehr Stellen, weil dann sitzt du eh auf der Bank. Ja, dann heißt entweder 90 Minuten Bank oder Tribüne halten, du kannst ja aussuchen. Ja, Ja. das stimmt. Aber ich meine, Arschbolze ist ja so eine klassische Bestrafung, die man ja auch im Training macht. Wir hatten das letzte Woche mit den beiden Jungs hier auch die Diskussion. Deswegen wollte ich die Frage hier direkt mal rüber retten von der ersten in die zweite Folge. Habt ihr denn bei euch in der Mannschaft im Training besonders kreative Bestrafungen? Also ich meine, wir kennen ja alle Arschbolze hier, das Ohrschnippen und so von den Profis. Das machen ja viele. Habt ihr da irgendwas ganz Kreatives, was es nur bei euch gibt? Oh, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir greifen auch eher auf die klassischen Bestrafungen zurück. Ja, also so ein Öri, so ein Ohrschnipser, der ist schon sehr unangenehm, gerade ankacken, ja. Was man halt so vor dem Training spielt, also halt zwei Kontakte ohne Oberschenkel bei uns, hochhalten. Ja, oder halt Arschbolze, ne? Die beiden Sachen sind bei uns eigentlich gang und gäbe. Die Klassiker. Und bei Ja, euch schon? bei uns auch. Also wir machen oft, muss die Verlierermannschaft Läufe machen, haben wir noch dazu, aber es ist auch, glaube ich, eine klassische Bestrafung, ist jetzt nichts Kreatives. Ja. Okay. Ja gut, Ja, ja gut, letzte ich Woche meine. hatte einer von den beiden die hatten so ein Eselshirt oder was war das, Max, ne? Ja, so ein Esel-Leibchen, also quasi Ja, so ein Leibchen, wo irgendwie so ein lächerlicher Esel drauf war und der halt verloren hat, dann beim Eckchen zum Beispiel, der hat das dann beim nächsten Training immer getragen. So, genau. nicht schlecht. Vielleicht mal als kleine Anregung für euch. Vielleicht habt ihr ja da irgendwie so ein ultra peinliches Neon-Malle-Shirt oder so, was dann jemand beim nächsten Training tragen muss. Da könnt ihr doch bestimmt was hervorkramen. Ja, stimmt was wirklich. Ja, ich würde sagen, das waren mal so ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Reinkommen. Wir haben mal schon so einen kleinen Einblick in eure Einstellung so als Fußballer bekommen. Das war schon mal sehr interessant. Da würde ich doch direkt mal galant überleiten auf das kleine Spielchen, was wir uns hier überlegt haben, für das ihr
in großer Anstrengung natürlich hier auch schon was vorbereitet habt, Jeff und Chan. Ihr habt euch schon mal Stift und Papier zur Seite genommen, damit Marcel euch und unseren Zuschauern jetzt mal kurz erklären kann, was wir hier als nächstes vorhaben. Na, schon fast streberhaft vorbereitet, aber lassen wir mal so stehen. Und zwar für die Leute zu Hause, das sieht ungefähr so aus, kann man natürlich jetzt nicht lesen. Erstens, weil ich es geschrieben habe und zweitens, weil es spiegelverkehrt ist. Und zwar spielen wir haben es letzte Woche Stadtland Flussball genannt und es hat sich letzte Woche schon rauskristallisiert, dass Stadion Fluss ist. Interessante Aussage. Wir werden es gleich sehen, ob sich das bestätigen lässt in Folge 2. Wir machen es gleich ganz einfach, wie bei Stadtland Fluss auch. Wir haben es so, dass einer von euch beiden im Kopf die Buchstaben durchgeht, der andere sagt Stopp, dann haben wir einen Buchstaben, dann zähle ich von 3 bis 0 runter und wir fangen an, dann habt ihr 30 Sekunden. Das hat sich letzte Woche schon rausgestellt, dass 30 Sekunden je nach Buchstabe echt knapp sein können. Das ist circa eine halbe Minute. ganz grob. Max ist der hat mit dem Rechenschieber vorher alles zurechtgelegt. da wissen wir jetzt Bescheid, halbe Minute ungefähr, habt ihr dann Zeit, die Sachen aufzuschreiben. Wie gesagt, kann knapp sein, kann aber auch funktionieren, und ihr müsst einmal einen Spielernamen, also Nachname, dann Verein, Stadion, Fußballbegriff und Funktionär oder Trainer aufschreiben. Wir hatten letzte Woche schon sehr nostalgische Sachen, ich bin gespannt, auf was hier so kommt. Ja, also aktuelle und ehemalige sind erlaubt, muss man dazu sagen. Ja, es ist alles erlaubt, was richtig ist. Und was richtig ist, das entscheiden immer noch wir. So. Klar. dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Würde ich sagen, in Runde 1 fängt Chan an mit dem A und geht das Alphabet durch. Und Jeffrey, du sagst irgendwann Stopp. Hast du schon angefangen? Ja, ich habe schon dreimal durch jetzt. Okay. Alles klar. Stopp. D. D haben wir also. Dann spitzt eure Stifte. Der Chan hat ja im Vorfeld schon gesagt, Tintenkiller, nimm die richtige Seite, Junge. Ist, glaube ich, die richtige. Ja, sonst geht es mal mit den Punkten. Alles klar. Also, wir haben den Buchstaben und wir legen los in 3, 2, 1 und bitte. So, jetzt sind wir mal gespannt, was dann dabei rauskommt. Wir hatten ja letzte Woche auch wirklich den ein oder anderen echt alten, aber ich finde es auch echt schwer. Ich muss auch sagen, letzte Woche, ich habe wirklich jetzt lange drüber gegrübelt, Max. Woche lang habe ich jetzt überlegt, Stadion ist Fluss. Es ist Fluss, es ist wirklich schwer. Es ist richtig, ja, vor allen Dingen die Stadionnamen wechseln ja auch ständig, ne? Also das ist ja, die werden ja häufiger gewechselt als die Unterhose bei anderen, also da kannst du dich ja auf nichts verlassen, ne? Also, ja, da nochmal als Tipp einfach öfter die Unterhose wechseln. Ja, generell als Lebenstipp überhaupt. Oh, schon vorbei. So, was? Die von Max ausgerechnete halbe Minute, die ist um. So schnell kann es gehen. Ja. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere aufs Papier gebracht. Und da wollen wir doch einfach mal direkt hören, was er denn aufgeschrieben hat. Chan, du fängst einfach immer an. Spielername. Draxler habe ich geschrieben. Draxler, ja. Gut. Stabil. Ja. Draxler. Hammer. Ah, oh, scheiße. Beide einfach gut gemacht. Nicht Alfred Draxler für den einen oder anderen Medienkenner, sondern natürlich... Ja, der deutsche Neymar, ist ja klar. Ja. Den meinte ich. Verein habe ich, ich glaube, ich habe es falsch geschrieben, aber Düdelang aus Luxemburg habe ich geschrieben. Ich wollte einen Baum schreiben. Ja. Stimmt. Die waren noch international mal gespielt. Ja, die waren doch mal das Kryptonit von Red Bull Salzburg. Die haben die doch mal in der Champions League Quali oder so rausgehauen. Genau. Ja, genau. Daher kenne ich die auch noch. Salzburg, die schaffen es ja nie. Ja. Ja. Ja, ich habe Darmstadt aufgeschrieben. Darmstadt, klassisch. Sehr gut. Stadion habe ich die DEVK Arena. Die Stadion ist mir nichts eingefallen. Also muss ich ehrlich zugeben. Wo haben wir denn die DEVK Arena? Das ist doch in Augsburg, oder? Ist das in Augsburg? Boah. Könnte gut sein. Könnte gut sein. WWK. Ist es WWK? Ich glaube auch WWK. Oh, stimmt. Und DEVK Halbzeitanalyse gibt es immer bei einem bestimmten Sender.
Da ist leider mal eben vorbeigeschlittert an der BBK-Arena. Was, was keiner weiß, Jan ist gesponsert von DEVK, aber der hat das hier nur untergebracht. Hätte ich nichts gesagt, wäre ich durchgekommen. Hätte ich nichts mit Aufzug gesagt, aber wäre ich Moment, durchgekommen. Moment. Das geht so hier einfach alles nicht durch unsere Kriterien hier. So einfach geht's nicht, ja. Aber guter Versuch. Nee, aber schön, dass du da den Vertrag abgeschlossen hast mit der DVK. Herzlichen Glückwunsch einfach nochmal von uns auch. Ja. Ich hätte ein internationales noch, wenn wir das gelten lassen können, Estádio do Dragão in Porto, also das Drachenstadion auf Deutsch. Das hätte man noch nehmen können. Ja, das stimmt. Max spielt eh nicht mit, deswegen ist es jetzt auch egal. Ich bin außer Konkurrenz. Das wäre unfair sonst. Das wäre unfair. Ja, eben. Jeff, was hast du gesagt? Okay, weiter, Fußballbegriff. Nee, Jeff hat sein Stadion nicht gesagt. Er hat nichts, oder? Er hat nichts. Hat nichts. Ab Fußballbegriff habe ich nichts mehr, weil ich so lange gebraucht habe, um den Verein richtig zu schreiben, ehrlich gesagt. Deshalb bei der Runde. Fußballbegriff. Bitte? Dribbeln. Das Dribbling. Ja. Ganz einfach mal eben Punkte abgestaubt. Ganz easy going. Ach, oh, Mann, ey. Ich hätte noch dazwischen hauen. Wäre das so ein Begriff. Diagonalball. Also bei Degi ist, glaube ich, echt gut was im Petto. Mhm. Ja, das stimmt. Trainer oder so hast du auch nicht, John? Nee, leider nicht. Na, ich habe Christoph Daum. Au! Auch wieder! Stark! Richtig, würde ich sagen. Und das sagst du mit völlig reinem Gewissen, nehme ich an. Absolut, absolut. Hervorragend. Ja, also, Jeff hat gut vorgelegt. Can, Runde 2. Ihr muss jetzt Gas geben. Ja, gib Gas. Du das gerade. Ich bin dran. Okay. Alles klar, dann machen wir es jetzt genau andersrum. Jeff fängt an mit dem Alphabet und Can, du sagst Stopp. A. Stopp. P. E? P. Ach, P. P. Oh. Wie Paul. Gut, dann haben wir das P also auch stehen und können in Runde 2 starten. Also ihr habt wieder 30 Sekunden, die von Max oft zitierte halbe Minute. Und dann würde ich sagen, wir starten los in 3, 2, 1 und bitte. Wir haben diese Woche jetzt aber auch echt einfach mal zwei andere Buchstaben als letzte Woche. Schön. Richtig. Letzte Woche haben wir zufällig mal zweimal den gleichen hintereinander gehabt. Ich weiß auch nicht, inwiefern der Zufall da eine Rolle gespielt hat oder ob die Protagonisten da einfach nicht mehr Buchstaben im Alphabet kannten. Weiß ich nicht, aber... Die sind gesprungen. Ich glaube es auch. Ja, P ist schon, glaube ich, gar nicht wieder so einfach, aber ich bin mal gespannt, was die Jungs haben. Can muss sich ranhalten. Ja. Und der schüttelt schon den Kopf, der merkt selber gut, das ist mein Spiel, das ist mein Tag heute. Transfermarktseite hat nicht geladen bei dir im Hintergrund. Ey. Scheiße. Ja, scheiße, wenn die nicht lädt. Dann können wir nichts machen. Jeff grinst schon wieder, der weiß schon, der hat wieder genug, der denkt sich schon, komm, das Ding habe ich in der Tasche. Scheiß auf FIFA, ich bin Mario Kart und Stadtland Fußball, das ist mein Ding. Scheiße, ey. Da machen wir es diesmal genau andersrum. Jeff, du startest mit dem Begriff. Du hast ja in der Regel wahrscheinlich dann auch wieder mehr als der Can. Dann können wir da so reinstarten. Ja, den Namen habe ich Pirlo. Gut. Oh ja. Oh ja. Sehr inspirierend, der Junge. Ich habe Puyol geschrieben. Wen hast du? Puyol. Ah ja. Auch stark. Wow. Haben ja zwei richtig gute Kicker und Legenden. Verein. Ja, ich weiß nicht, ob das zählt, aber ich habe Preußen Münster. Ah, das wäre für mich okay, sage ich mal. Ich sag auch mal so in Ordnung. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das geht gar nicht. Also ich nenne die Münster, also ich finde, da sollte man jetzt keine Punkte verteilen. Kommt drauf an, was du hast. ich hab Porto. Ja. 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 Das war das Naheliegendste, glaube ich. Aber Preußen Münster fand ich... Ja, komm, nehmen wir mit. Wir können ja mal gucken, wenn es am Ende entscheidend ist, dann überlegen wir uns was. Ich glaube, aber es ist einfach nicht entscheidend, Can. Du kannst jetzt versuchen, aber ich... Können wir dir zur Ehrrettung ja diesen Punkt geben hier. Ja, danke.
Danke. Stadion bin ich gespannt. Ja, kann man auch gut vernetzen, das Preußenstadion. Oh ja. Ja, das ist so, ey. Ganz, das ist einfache Kunst. Das ist Ja, einfache Kunst. absolut. Das war so ein schöner Querpass, der in die Mitte kommt, Tor ist leer, einfach reingeschoben. So einfach ist es manchmal. Ich habe euer Stadion genommen, Jeff. Wie heißt Ah, jo. Pumpen. das? Ach so, ja. Ach so. Schon mal Stimmt, gehört. das gibt's ja auch noch. Ja. 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 Okay. Fußballbegriff habe ich das Pressing. Oh. Oh. Ey, das ist Das sieht so links schon simpel, wieder, aber das sieht bei Chan schon wieder mau aus. Hast du gar nichts? hab ich gar nichts, ey. Ich Auch glaube, nicht bei den uns Pass. kommunizieren wir nicht. Ach, Der super. Pass. Also Ja, nicht der mal der Pass habe ich Pass. auch. Nee, Also wir. nicht das Brot, sondern der Pass. Wir reden gar nicht bei uns, also er weiß überhaupt nicht, was so. Ach so, nonverbale Kommunikation bei euch auf dem Ja, auf dem Platz. Da wird Platz nur wird nicht angezeigt, geredet, hier so ja. Pep Guardiola-mäßig. Genau. Oh, Mist, ey. Ah. Ja, schlecht. Auch kein Coach? Was? Kein Trainer oder so? Nee, habe ich nicht. Also ich habe an Pep gedacht, aber ich dachte, es geht nicht durch. Auch Grauzone. Ich habe Pep aufgeschrieben, Pep Guardiola, aber da Hm. weiß man jetzt nicht so genau, ob man nur den Da Nachnamen. müssen wir da nach wäre ich Nachname kritisch. gehen. Ja. Also da Ja, können wir okay. jetzt hier nicht alles durchgehen lassen. Ne? Also Pep ist ja jetzt auch nicht der Künstlername. Der heißt ja auch Josep eigentlich. Ne? Ja, das stimmt. Schade. Aber mit P wäre mir auch kein Trainer eingefallen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Zumindest nicht jetzt ad hoc. Ja, Nee, das stimmt. komme ja auch auf nichts. Schweres Gibt's Ding. vielleicht auch gar keinen. Peter Packholt Das. vielleicht noch. Oh ja. Ja, das ist Oh. schon was her. Ja. Ja. Ja, haben wir eigentlich dann haben wir ja schon einen Sieger dieses kleinen Spielchens. Ja, ich würde jetzt mal nicht mal sagen, es war großartig knapp, aber Can, du hast Also alles gegeben. ich würde sagen, wir machen noch eine Ehrenrunde. Wollt ihr noch eine Entscheidungsrunde haben? Entscheidungsrunde, wenn Jeff Ja, sich komm. traut. Jetzt alles oder Komm. nichts. Machen wir eine Und Runde, alles oder unser nichts. Chef wird uns feuern, aber komm, für euch machen wir es. Komm, dann machen wir noch eine. Dann machen wir noch eine. Komm. Alles klar, dann Jeff. Chan wieder. Du fängst mit dem A an. Jeffrey sagt Stopp. Stopp. Ah. Aras. Oh. Alles klar, wir haben das A, also Nee, nee, jetzt ich dachte, bitte. ich sag, ich sag, ich dachte, ich wollte A sagen, damit er weiß, dass ich loslege, aber der hat schon vorher Stopp gesagt. Du hast ganz lange nur A im Kopf. Ja. Ja. Du Ich wolltest hatte das eigentlich A. anderen Buchstaben im Das ist, Kopf, aber. du hast dir für A alles aufgeschrieben und gedacht, komm, jetzt mache ich das A, ich Scheiße. gewinne die Runde, fertig ist. Ja, ist klar. Ich wollte eigentlich ganz fies das Ja. X nehmen, aber. Wäre es für dich auch schwierig geworden, ne? Oder hat Transfermarkt dir jetzt geladen? X, also bei X heißt ganz viele Sachen. Ich glaube, X würde ich gewinnen. Da will ich mal ein Stadion hören bei X. Ja, das finde ich auch schön. Die Okay. Xallianz-Arena. Wie der XXK-Arena von Augsburg. Ja, genau. Alles klar, wir haben das A. Und wir legen los in 3, 2, 1. Und bitte, 30 Sekunden. Ja, da fehlt mir. Ich meine, da gibt es viel. Also komm, bei A gibt es keinen Ausgewinn, sag ich jetzt einfach mal. Bei A gibt es Bei keinen Ausgewinn. Da Stadion, muss. wenn bei Stadion jetzt Ja. einer Augsburg Arena schreibt, finde ich wunderbar. Finde ich wunderbar. Ja, das stimmt. Ja, das ist, also da gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Das kann jeder. Also A ist wirklich mit am einfachsten. Kein Druck hier an der Stelle, will keinen Druck aufbauen oder so, aber Aber da muss schon. jetzt das Blatt voll sein. Da muss Blatt voll sein. Weil Jeff trinkt auch schon was. Der hat sich einfach zurückgelehnt. Der wusste, komm, ich gewinne das Das ist eh. Ist so egal, was ich mache arrogant, hier. ey. Die Frage ist, ob es am Ende berechtigt ist, die Arroganz. Das finden wir jetzt raus. Ja. Can, du fängst immer an. Spielername. Alof. Gut. Gutes Dinge. Ich habe Amiri. Okay. Das ist ein Punkt für beide. Okay. Das ist ein Punkt Jo. für beide, würde ich auch sagen. Verein. Augsburg. Na komm, ich habe auch. Ja, klar, komm. Zu viel Augsburg in diesem Gespräch.
Ich weiß auch nicht, wie wir auf die ganze Zeit bei diesen Fuggestädtern hängen bleiben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Was passieren konnte hier in diesem Talk. Beide Vereine aus dem Westen. Ich bin auch nicht unbedingt aus der Ecke. Ich weiß nicht, wie wir da gelandet sind. Aber gut. Also bei Aachen hätte ich einen Doppelpunkt gegeben, weil das sind zwei A's am Anfang. Ja. Stadion habe ich die Allianz Arena. Oh, come on, ey. Ich auch. Geil. Ey, hör doch auf, ey. Okay, dann Fußballbegriff. Anlaufen. Ich habe Abseits. Ja, auch wieder das beide geht getroffen. Beides klar. Jetzt kommt es drauf an. Funktionär Trainer. Habe ich wieder Alofs genommen. Der ist auch Funktionär. Komm schon, der Bruder oder was? Nein, der war auch Funktionär. Weil der ist auch ja, Funktionär. Ja, ja. Ja, einfach, das ist ein Querpass. Du hast ihn selber rübergespielt und selber gemacht. Ja, nach dem Solo muss er auch ein Tor machen. Ja. Ich habe Rudi Assauer. Ja. Auch gut. Auch ein gutes Ding. Wir haben ja gesagt, die Runde entscheidet. Jetzt haben wir hier rein theoretisch ein klassisches Unentschieden. Ja. Machen wir eine Schätzfrage. Ja. Wie viele Spieler spielen in der Oberliga Westfalen? Laut transfermarkt.de. Oh. Boah. Das ist schon. Ja, ich würde sagen 380. Ich nicht. Ich würde 320 sagen. Sinn. Alles klar, dann haben wir einen Gewinner. Also ich muss sagen, das Spiel beherrscht er sowieso, schätzen kann er anscheinend auch. Jeff ist ein bisschen näher dran. Es sind 471 Spieler laut Transfermarkt.de. Aber trotzdem. Boah, 400. Aber wahrscheinlich auch alles mit dabei, der weiß ich nicht, der Olaf, der einmal beim Training dabei war und nie wieder gekommen ist. Aber haben die Zuschauer die auch offizielle mitgezählt? Zahl? Ich hab Zuschauer mitgezählt. Genau. Ja. Ey. Ja, du musst üben, mein Freund. Ja, ey. Scheiß Bescheid, woran ich mich setzen muss. Hast ja Zeit, im Moment hat man ja Zeit, du kannst ja viel üben jetzt einfach auch. Ja. Und wenn wir dich irgendwie im Jahr nochmal einladen sollten oder irgendwann nochmal einladen sollten, dann muss das sitzen schon. Dann muss das, sonst können wir dich nicht mehr einladen. Aber ich will dann auf jeden Fall, dass Jeff wieder da ist. Dann gibt es die Revanche in dem die große, Format. Die große Talk-Amateure Revanche. Ja, ich genau. Ich sehe es schon in allen großen Zeitungen Deutschlands. Ja. Schlag den Jeff, wenn wir die Folge nennen dann. Schlag den Jeff, geil. Mann. Aber dann will ich auch so einen geilen Einspieler, wie du dann sagst, warum du gewinnst und am Ende sagst du dann, und ich schlag den Jeff. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von meiner Leistung, aber gut, soll ich machen. Ja. Wir haben ja zum Abschluss dieser sehr launigen Folge haben wir natürlich noch ein, das ist jetzt kein Spiel gegeneinander, aber da kann man sich ja vortun, wenn man die besten Antworten parat hat. Wir wollen natürlich, nachdem wir über euch auch einiges erfahren haben, natürlich auch mal so ein bisschen wissen, was sind das eigentlich so für Vögel um euch herum in der Kabine? Wer spielt denn da eigentlich so mit euch in euren Teams? Da wollen wir einfach mal so abwechselnd ein bisschen durchfragen, so was, um so einen kleinen Einblick in euren Kader zu erhalten. Um euch ein bisschen abzuholen, stelle ich mal die erste Frage hier in den Raum. Wer hat denn bei euch in der Mannschaft den schlechtesten Musikgeschmack? Oh, ja, man will ja eigentlich nicht gegen Leute schießen. Ist ja subjektiv. Ja, bei uns in der Kabine, da herrscht der Kapitän über die Musik. Das ist Geschmackssache, würde ich sagen. Also bei uns in der Ecke kommt es nicht immer ganz so gut an, aber... Was läuft denn da? Bitte? Was läuft denn da? Boah, ja schon viele deutsche Klassiker, ne? Auch mal der ein oder andere Schlager. Also da bin ich jetzt nicht persönlich der größte Freund von, aber... Mein Gott, will ich ihn nicht in eine Pfanne hauen, aber ist, glaube ich, der Wiese. So heißt also das. Ist der Kapitän auch der Bierkapitän? Ja, der geht voran, der Junge. Bei uns ist der Brian Lengelsen. Das ist der jüngste Spieler bei uns im Kader. Und wir haben ihn mal zum Musikbeauftragten gemacht.
Und der dachte, weil wir alle älter sind, jetzt hören wir nur 90er Musik. Ja, und seitdem macht er gar nichts mehr an. Aber geil, wie du so den vollen Namen nennst und ihn einfach an den Pranger jetzt stellst und sagst, der muss er ändern. Das muss er ändern. Ja, also ja, habe ich ihm auch so gesagt, hat ihm nicht so gefallen. Ich dachte jetzt vielleicht so, dann Ja, nimmt er sich das erst offizieller erlaubt. Aufruf, lass es. Genau, hör auf damit. Gibt es bei euch denn eigentlich Unterschiede so? Ich meine, man hat ja eine Playlist so vor dem Spiel, um sich ein bisschen zu pushen, eine nach dem Spiel, wenn man vielleicht einen Sieg feiern will. Gibt es da bei euch Unterschiede? Nö, Bei bei uns uns nicht. schon. Vor dem Spiel fand ich das immer gut, wenn der Tim Neumann aufgelegt hat. Der hat so gute Klassiker rausgehauen, so ein bisschen im Hip-Hop-Bereich, ne? Mal Eminem oder sonst was, ne? Da kann man sich schon gut, ja, gut pushen vor dem Spiel und ja, dass man dann am Ende auch ja, wie so ein Krieger auf den Platz geht. Das hat immer Bock gemacht. Und nach dem Spiel loggen sich mal verschiedene Leute ein, aber da ist unter anderem auch wieder der Wiese am Start. Ne? Das macht er dann besser als sonst vor dem Training oder so. Ja, da gibt es bei uns schon kleine Unterschiede. Aber wenn ihr euch da den 8-Mile-Soundtrack von Eminem reinhaut, ne, dann hat aber auch jeder hier den Hoodie oben drauf. Ne? Also Ja, dann geht's auf so jeden raus Fall. aufs Spielfeld. Sehr schön. Also kein DJ Empty Club, sondern ganz viele DJ volle Kabine. Ja. Dazu passt ja auch eigentlich, wer ist denn bei euch so im Team? Würde ich direkt eine Frage anschließen, wer ist denn bei euch so im Team, der sich vor dem Training nochmal so eine komplette Tube Kleber in die Haare haut? Oder vor dem Spiel? Bei uns gibt es da zwei. Einmal den, ich nenne auch immer extra die vollen Namen, damit alle sofort Ja, nachgucken können. Einmal ich den, bitte darum. Ron Berlinski, unser Stürmer, und dann einmal noch Sven Wurm, unser Vizekapitän. Also die hauen sich da 7 Tuben rein vorm Spiel. Er muss ja Unfassbar. halten, 90 Minuten, ne? Ja, wenn die halt vor dir den Kopfball machen, ist ekelhaft, weil du dann alles auf der Stirn hast, oder? Das Ja, ist das Harz der Fußballer vom ja, Handball. ja, Richtig. ja. Das wird Ja. einfach falsch benutzt im Ja. Fußball. Ja, bei uns würde ich sagen, er ist jetzt, glaube ich, zum Winter hin abgehauen. Der Tarek Beidemir, auch El Tigre genannt. Der Junge, der hat immer 1 Kilo jede Jahre. Grüße an dich, mein Junge, wenn du das hier siehst. Du machst die Haargel-Industrie reich. Der Tiger King aus Rhinan, oder was? Ja, ungefähr. Ah, nicht schlecht. Ja, aber ich sag mal, gab es da mal Ärger so vom Trainer, dass mal einer gesagt hat, so von wegen vielleicht mal 5 Minuten weniger vorm Spiegel stehen, vorm Spiel, vielleicht mal 5 Minuten mehr im Tunnel und konzentrieren, oder war das immer egal? Ja, ich glaube, unser Trainer hat uns da immer alle Freiheiten gelassen, sodass wir uns halt wohlfühlen. Also, auch wenn der Kopf vielleicht da ein bisschen schwerer ist, Tarek ging dann immer ja, mit einem vollen Selbstbewusstsein ins Spiel. Er hat sich wohlgefühlt dann. Und so soll es ja auch sein. Ne? Das Ja, stimmt, also das stimmt. bei uns ist das genau das Gleiche. Also wir haben alle Freiheiten. Unsere Trainer haben noch nie irgendwas gesagt, von wegen, dass wir weniger dies oder das machen sollen. Deshalb kann man machen, Ja. was man will eigentlich. Ja, wo wir gerade schon so bei extrovertierten Dingen sind, so extrovertierten Angewohnheiten. Wer hat denn bei euch in der Kabine den höchsten Redeanteil? Wer labert am meisten? Ja, Jeff, fang du doch an. Ja, danke für den Pass hier. Bei uns, oh, es ist unterschiedlich. Wir haben viele. Ja, redebedürftige Persönlichkeiten. Ich gehöre auch dazu. Also ich quatsch auch mal gerne und gehe da voran. Aber ja, eigentlich durch die ganze Bank. Wir haben da niemanden, der sich so verkriecht. Klar, der eine oder andere hält sich mal ein bisschen zurück. Aber zum Beispiel unser Torwart, der Hane, ist immer gut für einen Spruch. Der, ja, holt mal den einen oder anderen vom hohen Ross. Ne? Kann man auch mal einen miesen Spruch reindrücken, dass man wieder am Boden ankommt, wenn der eine oder andere am Fliegen ist. Aber auch so, der teilt sich gerne mit, macht gerne Spaß. Das passt da schon bei dem. Also ich muss sagen, bei uns haben wir auch viele, die gerne reden, aber
Also mein Favorit ist der Ali Özdemir, weil er eigentlich nur am Schreien ist in der Kabine und das ist echt ziemlich lustig. Die Fans haben ihn noch Hooligan getauft, was auch ganz gut passt bei ihm. Es ist so geil. Also wenn er merkt, dass die Kabine ein bisschen leise ist, kommt er rein und brüllt sich erstmal den Hals raus, sodass alle wieder locker sind. Das ist schon ein Also, geiler Typ. aber braucht man ja auch, ne? Manchmal braucht Ja, man ja auf auch jeden einen, Fall. der die Truppe mal aufweckt. Wenn es gerade nicht läuft, dann muss es auch mal lauter werden, ne? Das ist ja auch Ja. wichtig. Ja. Ja, dann habe ich hab noch eine andere. Machen wir direkt weiter. Und zwar, wer bei euch im Team ist denn der Strafenkönig? Wer sammelt denn die meisten Strafen bei euch? Da fällt mir direkt einer ein. Ja, auch da gehen Grüße raus an Leon Gensicke. Der Junge hat es geschafft, zwei Trainings zu verschlafen. Ich meine, das kann mal passieren, aber beim zweiten Mal war es schon lustig. Auf jeden Fall, also schon allein mit den beiden Dingern hat er sich schon ordentlich was reingehauen. Ist auch schön für die Mannschaftskasse. Da hat sich auch niemand beschwert am Ende. Ne? Jeff, warte mal, habt ihr nicht abends Training? Ja? Wie hat er das denn verschlafen? Falsch getimt, ne? Manchmal ist er nicht so. Krass. Oder früh ins Bett Stark. gegangen, sehr früh ins Bett gegangen einfach. Wir sind ja alles keine Wow. Berufsfußballer bei uns. Da ist man den ganzen Tag noch unterwegs, ob Uni, Arbeit oder sonst was. Und dann haut man sich auch mal mittags hin, wenn es einem zu viel wird. Auch absolutes Verständnis. Aber klar, ein zweites Mal hätte es dann nicht vorkommen sollen, ne? Ja, das stimmt natürlich. Aber ich kenne das auch. Also ich habe nie höher als Kreisliga gespielt, aber die beste Ausrede, die ich je gehört habe, war von jemandem, der gesagt hat, ich kann nicht zum Training kommen, ich habe einen Friseurtermin. Das ist immer noch mein Ja, hat er recht, hat er All-Time-Favorite. recht. Da gab es auch schöne, saftige Strafe, ja. Wie sieht es bei euch Ehrlich. aus, Can? Ja, ist schwierig. Wir haben ein paar Kandidaten, aber ich würde Andy Speis sagen, glaube ich. Also der sammelt auch fleißig. Hat sich, glaube ich, zur Aufgabe gemacht, die meisten Strafen zu haben dieses Jahr. Also Der ist der Sammler oder hat er einfach das Geld oder? Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht. Also kann er selber auch nicht beantworten. Aber ich glaube eher, dass er Sammler ist. Habt ihr denn irgendeine kuriose Strafe? Ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren noch ein bisschen in Köln in einem Fußballverein gekickt. Da war die Strafe 500 €, wenn man eine Freundin von einem Mannschaftskollegen anmacht. Habt ihr vielleicht auch irgendwas Kurioses? Wir haben Furzen in der Kabine. Oh, da Oh, kommt was rein. Da kommt was ja, rein. da kommt was rein. Ja. Und raus. Und Also, raus. Ja, oh. da machen wir am meisten Geld auf jeden Fall. Bei uns gibt es jetzt da mehr oder weniger das Standardprogramm, aber ich muss schon sagen, Furze in der Kabine, ey, da werden wir reich. Da werden wir reich. Ja, Also. ehrlich, ey, das geht gar nicht. Ich hasse das. Wenn alles zu ist und nach kurz sein, dann riecht es erst um 15 Minuten. Ja. Ekelhaft. Ja, da habt ihr ja jetzt auf jeden Fall ein bisschen Anregung, wie ihr euren Strafenkatalog erweitern könnt. Ne, das ist ja auch immer gut, wenn Geld reinkommt. Am Ende wollen ja alle auf Mannschaftsfahrt. Und wenn da ordentlich Budget vorhanden ist, dann ist es ja umso lustiger. Ja, Okay, was? ich würde sagen, Marcel, wir haben einiges gehört hier. Wir sind jetzt auch langsam am Ende angekommen dieser Folge. Oder hast du noch was zu sagen? Ich hab nichts mehr zu sagen. Ich habe genug gesagt. Wir haben, glaube ich, eine gute Halbzeit jetzt hier durchgekriegt. Es war feucht fröhlich von Furzen, was viel Geld kostet, bis hin zu der DEVK-Arena in Augsburg. Also wilde Nummer, hat Spaß gemacht. Ich kann mich nur bei euch beiden bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Also war eine lustige Runde, hat Spaß gemacht. Gerne wieder und dann wünschen wir euch natürlich ansonsten viel Glück weiterhin. Ne? In der nächsten Saison geht es ja weiter. Dann hoffentlich dann nach Corona wieder mit normalen Bedingungen, dass wir dann wieder ordentlich Amateurfußball sehen. So ist das. Also auch von meiner Seite vielen Dank, Jungs. Danke euch. Danke, dass wir dabei sein durften. Ja, dann vielen Dank und vielen Dank natürlich auch fürs Zuschauen an die Leute da draußen, die sich den Weg gebahnt haben bis zu diesem Stream hin. Und wir, Max, sehen uns dann ja eigentlich nächste Woche wieder und tauschen die beiden leider, weil es eben wöchentlich ausgetauscht werden muss, wieder aus. Und dann haben wir zwei neue Amateurkicker am Start und freuen uns dann Folge 3 aufzunehmen. So ist es. Haut rein, Leute, bis zur nächsten Woche. Jo, ciao. Tschüss, tschüss. Ciao.